Ich bin die Prinzessin Ilse und wohne im Ilsenstein. Komm mit nach meinem Schlosse, wir wollen selig sein. Dein Haupt will ich benetzen mit meiner klaren Well. Du sollst deine Schmerzen vergessen, du sorgenkranker Axel. In meinen weißen Armen, an meiner weißen Brust, da sollst du liegen und träumen von alter Märchenlust. Ich will dich küssen und herzen, wie ich geherzt und geküsst, den lieben Kaiser Heinrich, der nun gestorben ist. Es bleiben tot die Toten und nur der Lebendige lebt. Und ich bin schön und blühend, mein lachendes Herze bebt. Und bebt mein Herz dort unten, so klingt mein kristallenes Schloss. Da tanzen die Fräulein und Ritter, es jubelt der Knappentross. Es rauschen die seidenen Schleppen, es klirren die Eisensporen. Die Zwerge trompeten und pauken und fiedeln und blasen das Horn. Doch dich soll mein Arm umschlingen, wie er Kaiser Heinrich umschlang. Ich hielt ihm zu die Ohren, wenn die Trompete erklang. Moin moin und herzlich willkommen auf einer neuen Wanderung. Ich befinde mich heute mal nicht im Osnabrücker Land, sondern im Harz. Ich gehe heute den Heinrich-Heine-Weg. Heinrich Heine sollte im Begriff sein. Wer den noch nicht kennt, der schämt sich, stellt sich in die Ecke und liest zur Belohnung die Harzreise. Nämlich eine der schönsten Reiseliteraturen, die ich kenne. Und ja, dieser Heinrich-Heine-Weg beginnt in Ilsenburg, wo ich jetzt gerade losgehe, durch das wunderschöne Ilsetal. Und der führt mich dann bestenfalls heute auf den Brocken. Da möchte ich nämlich hin und dann geht es ungefähr wieder den gleichen Weg zurück. Also, ich freue mich drauf, Wetter passt, wird so langsam wird es frühlingshaft. Und wie immer, wenn ihr Lust habt, dann begleitet mich ein Stückchen. Tschüssi! Das ist so unglaublich schön hier. Ich kann gar nicht aufhören mit Filmen. Ich glaube, den Brocken erreiche ich heute nicht mehr. Echt traumhaft. Ich komme tatsächlich nicht mehr auf den Brocken an. Ich muss alle 5 Meter anhalten und fühlen. Geht gar nicht anders. Heinrich, oder besser gesagt Harry, ich verstehe dich jetzt. Hier möchte ich eigentlich nicht mehr. Ist das traumhaft? Freunde, hier mache ich jetzt Rast und mir ist scheißegal, ob ich heute noch auf den Brocken komme oder nicht. Also so toll. Mit der Sonne, die hier so durch die Bäume fällt, die Felsen, die Ilse, das ist ein Traum. Und dann noch ein Bier dazu, ein schönes Wernesgrüner. Wie schön kann das Leben sein? Zum Wohl. Da ist nun die Ilse, die liebliche, süße Ilse.
Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsetal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählich höher erheben. Und diese sind bis zu ihrem Fuße meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem Blattgesträuche bewachsen. Nicht mehr mit Tannen und anderem Nadelholz. Denn jene Blätterholzart wird vorherrschend auf dem Unterharze, wie man die Ostseite des Harzes nennt, im Gegensatz zur Westseite desselben, die der Oberharz heißt und wirklich viel höher ist und also auch viel geeigneter zum Gedeihen der Nadelhölzer. Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivität und Anmut die Ilse sich hinunterstürzt über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke, die sie in ihrem Lauf findet, so dass Wasser hier wild emporzischt oder schäumend überläuft. Dort, aus allerlei Steinspalten, wie aus tollen Gießkannen, in reinen Bögen sich ergießt und unten wieder über die kleinen Steine hintrippelt, wie ein munteres Mädchen. Ja, die Sage ist wahr. Die Ilse ist eine Prinzessin, die lachend und blühend den Berg hinabläuft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand, wie flattern im Winde ihre silbernen Busenbänder, wie funkeln und blitzen ihre Diamanten. Ich glaube, hier kann man es ganz gut aushalten. Aha, geil! Aus diesem Tal jetzt herauszukommen, diese offenere Landschaft, macht auch Spaß. Ist auch schön. Man hat das Gefühl, dass man dem Brocken tatsächlich schon etwas näher gekommen ist. So, jetzt wieder ein paar Kilometer weitergegangen und ich finde, man könnte einen schlechteren Blick haben. Ist das nicht toll? Das ist anstrengend hier auf dem Schnee. Nach oben zu jagen. Was man vielleicht gar nicht glaubt, es ist unheimlich warm. Der Schnee, der reflektiert die Hitze so stark. Also, wo hier Schnee liegt, komme ich arg ins Schwitzen. Hui. Kleine Pause ist jetzt angesagt. So, wieder ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich den Hinweis bekommen, hier die Bismarcksklippe mir anzusehen, die hätte ich sonst verpasst. Und hier hat man auch einen grandiosen Blick runter auf die Eckertalsperre. Einfach nur
aber schon richtig geil. Uhu, 1000 Meter. Nur 142 zu gehen. So ein Sheet. Was sehe ich denn da? Das ist ja wohl der Gipfel. Es windet doch sehr auf dem Brocken. Die Kamera versteht mein eigenes Wort nicht. Was allerdings auch nicht sonderlich verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass die Brockenspitze selbst im Sommer einer alpinen Höhenlage entspricht, beziehungsweise dem Klima Islands. Beim Brockenabstieg bin ich hier irgendwie in Kanada gelandet oder so. Das ist ein Weg, ey. Immer noch Schnee. Hätte ich echt nicht gedacht, aber ja gut, so ist es. Also ich höre es. Weiß nicht, ob ihr das hört auf der Kamera, aber ich höre es. Kuckuck. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe es jetzt aus der Wildnis Kanada heraus wieder in seichtere Gefilde geschafft. Und ja, war ziemlich anstrengend der Weg bis jetzt, muss ich sagen. Und oben auf dem Brocken, da pfeift der Fuchs dermaßen, dass ich mein Gipfelbier gar nicht trinken konnte. Aber das Gute ist, dafür kann ich es jetzt trinken. Ja, war bis jetzt eine super Tour. Ich würde mal sagen, mit diesem Bier neigt die sich so langsam dem Ende entgegen. Erstmal zum Wohl. Was ich bei der Gelegenheit auch nochmal zeigen kann. Ihr habt ja gesehen, dass ich vorhin so gestempelt habe. Und zwar gibt es im ganzen Harz sind 222 Stempelkästen verteilt. Da gibt es noch ein paar Sonderkästen, aber es sind grob 222. Und da kann man sich die hier alle eintragen. Und dieses Heft, ein paar, ich habe noch nicht allzu viele Stempel, aber ein paar Stempel habe ich bereits. Und das ist eine feine Sache. Man kann sich dazu diese Karte kaufen.
direkt von der Harzer Wandernadel, so heißt das nämlich. Und dann hat man erstmal eine wunderschön detaillierte Karte über die ganzen Wanderwege, die es hier so gibt. Und da sind dann auch die, zum Beispiel hier, die Stempel zu erkennen, die man dann alle erwandern kann. Macht auf jeden Fall mega Spaß, das Ganze. Und das ist ein normaler Wanderpass. Dann gibt es noch so Themenwanderpässe, zum Beispiel Harzer Hexenstieg. Kann man sich dann, ja, kann man in Etappen erwandern oder komplett und sich die Stempel holen. Genauso wie Goethe im Harz, Harzer Grenzweg, Naturerleben am Lutherweg, Klosterwanderweg und Harzer Hexensteiger. Und je nachdem, wie viel man denn da erwandert ist, kann man sich so Abzeichen holen. Gucken, ob ich die jetzt mal grob finde. Die sind hier in dem Buch aufgeführt von Jens Langlott. Der hat nämlich ein Buch gemacht zur Harzer Wandernadel. Und da sind detaillierte Beschreibungen zu allen Stempelstellen. Und hier sieht man erstmal, was es so gibt. Also für mindestens 8 Stempel gibt es die Harzer Wandernadel in Bronze und so weiter. Und wer es dann tatsächlich schaffen sollte, alle 222 zu erwandern, der ist Harzer Wanderkaiser und bekommt typisches Harzgestein mit Goldschrift, ein Unikat. Ja, das ist eine feine Sache. Und in dem Buch ist hier, sieht man, das ist die Stempelstelle 1, Eckertalsperre, beschrieben, wie man da hinkommt, wo man parken kann, wie weit es zu den nächsten Stationen ist. Und was ich richtig toll finde, zwischendurch gibt es auch Rundwanderwegempfehlungen, wie hier zum Beispiel. Da kann man Rundweg gehen, hat so verschiedene Stempelstellen auf einen Fleck. Und das ist sogar zum Beispiel der Heinrich-Heine-Weg, den ich heute gehe. Aber ich glaube, ich habe unterwegs bestimmt ein, zwei Stempelkästen vergessen. Vor lauter Filmerei. Ja, ich finde, das ist eine echt tolle Sache, die sie sich hier ausgedacht haben für die Wanderregion. Ich find's klasse. Also ich bin Stempelritter, ich bin Stempeljäger. So, Freunde, diese Tour ist jetzt für mich beendet. Ich komme gleich wieder an meinen Parkplatz an und die Tour war mega schön. Das ist echt, ja, mit einer der schönsten Wanderwege im Harz, wenn nicht der schönste. Ich habe eigentlich noch keinen schöneren gesehen, muss ich ehrlich sagen. Hat mega Spaß gemacht, war auch mega anstrengend. Also von Ilsenburg hoch auf den Brocken und wieder runter. Das ist eine ganz schön anstrengende Tour und ja, hat aber Spaß gemacht. Ich habe es geschafft. Und hat mich, ja, es würde mich freuen, wenn euch das Video auch gefällt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.